Die klassische Werbung hat ausgedient. Davon sind einige Fachleute überzeugt. Denn dank der sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter können Unternehmen direkt mit ihren Kunden ins Gespräch kommen. Ganz ohne Umweg über die Massenmedien. Anne Wieczorek vermittelt und trainiert diese neue digitale Gesprächsführung. Sie gehört zu einer neuen Generation von Kommunikationsexperten, die vielleicht die Nachfolger der klassischen Werber sein werden. Social Media ist wichtig, weil es authentisch ist, weil es wieder zurückgreift auf die Menschen, die hinter einer Sache stecken, sei es jetzt ein Produkt oder ein Unternehmen. Und es heißt ja nicht umsonst Social, ne? Also es hat was mit sozialen Verknüpfungen zu tun. Das ist genauso, wie jetzt auch Social Media funktionieren. Es funktioniert auf der Basis von Empfehlungen. Wenn sich die Unternehmen in die sozialen Netzwerke einbringen, müssen sie sich also empfehlen, ohne dabei bloß zu nerven. Es geht um einen Dialog untergleichen. Und zu einem Dialog gehört eben auch, zuhören zu können. Für viele Unternehmen ist das etwas völlig Neues. Was wollen die Leute eigentlich von uns wissen? Was wollen die hören? Nicht ihnen immer einfach was aufzudrücken, sondern eben auch wirklich zuzuhören und zu reagieren und dementsprechend sich selbst anzupassen und natürlich auch damit zu zeigen, so hey, wir hören euch wirklich zu und es ist nicht einfach nur so dahergesagt. Auch Thomas Koch als Mr. Media, ein Urgestein der Werbebranche, ist überzeugt. Die klassische Werbung ist Vergangenheit. Die Zukunft gehöre der Echtzeitkommunikation in den sozialen Medien. Und online gelten andere Kommunikationsregeln, auch wenn das Ziel seit jeher das gleiche bleibt. Werbung hat es vor 1000 Jahren schon gegeben und sie hat die gleichen Impulse gegeben. Wir werben um unseren Partner, das ist nichts anderes. Ja? Das heißt, wir versuchen uns in ein gutes Licht zu stellen, wir versuchen unsere Vorteile darzustellen und lassen die Nachteile weg. Das ist Werbung. Ja? Produktwerbung war immer eine öffentliche Angelegenheit. Manche Reklamespots, manche Slogans wurden zu einem Stück Popkultur, zu einer gesellschaftlichen Gemeinsamkeit. Das ändert sich nun grundlegend. Die Algorithmen von Facebook, Google und anderen neuen Werbeunternehmen versuchen herauszufinden, wofür sich jeder Einzelne interessiert. Und sie blenden jedem Nutzer etwas anderes ein. Was der Nachbar im YouTube-Video, im Google-Postfach oder neben den neuesten Nachrichten sieht, weiß nun niemand mehr. Das ist das Ende der Werbung als gemeinschaftlich erlebte Erzählung. Das ist ja eigentlich ein Traum, ja, dass ich meine Zielgruppe als Marke so individuell definieren kann und sie auch so individuell erreichen kann. Wir verlieren dabei allerdings etwas. Und wir werden uns, wenn sich das so weiterentwickelt, werden wir uns zurücksehnen in die Welt der Massenmedien, die uns diese Öffentlichkeit gegeben haben. Wie unsere Kommunikationswelt aussehen soll, wenn das auf einmal fehlt, diese Öffentlichkeit, das ist mir nicht ganz klar. Noch arbeiten die Systeme, die Werbung individualisieren, recht roh und ungenau. Doch die Entwicklung geht rasant voran. Der Mediaforscher Jörg Blumentritt weiß, dass nutzungsbasierte Analysesysteme schon bald die grundsätzlichen Entscheidungen über die Platzierung von Werbung fällen werden. Was, in welchem Umfeld und wie häufig für welchen Nutzer beworben wird, entscheidet dann nicht mehr eine Mediaagentur im Großen, sondern ein Stück Software im Kleinen. Es gibt mittlerweile Konzepte, die wirklich komplett auf den Einzelnen zugeschnitten sind, wo ich gar keine so groben Zielgruppenraster mehr verwende, sondern wirklich versuche, von einzelnen Menschen deren individuelles Verhalten zu prognostizieren. Das nennt man Predictive Targeting, also wirklich so diese Verhaltensvorhersage. Nicht alle Menschen werden von der schönen neuen Werbewelt begeistert sein. Schon heute schützen sich viele mit Spamfiltern und Bannerblockern gegen die Reklameflut im Netz. Wenn die Werbung künftig versucht, individuell zu werden, werden auch solche Gegenmaßnahmen intelligenter, ist Blumentritt überzeugt. Wir werden Agenten haben, sogenannte Softwareagenten wie Siri auf dem iPhone, die einen Teil unserer informationellen Selbstbestimmung übernehmen werden, die zum Beispiel mit Targeting-Anbietern aushandeln, welche Werbung überhaupt noch zu mir durchgelassen wird. Es sind also zwei grundsätzlich verschiedene Entwicklungen, die sich für die Zukunft der Werbung abzeichnen. Zum einen das Softwarewettrüsten zwischen Werber und Nutzer, zwischen lernfähigen Systemen, die den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes umwerben, und nicht minder intelligente Software, die genau das verhindern will.
Zum anderen die persönliche Ansprache in den sozialen Medien, die versucht, menschlich zu sein, ein Gespräch aufzubauen und die verspricht, Menschen nicht nur auf die Nerven zu gehen. Wo auch immer die Werbereise hingehen wird, eines scheint jedenfalls klar. Die Tage der Massenreklame des 20. Jahrhunderts könnten gezählt sein.